Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne, herzlich willkommen zum Ausblick hier auf dem Seekraus-Kanal. Schön, dass ihr mit dabei seid. World of Warships hat so ein bisschen die Hosen runtergelassen, was wir die nächste Zeit erwarten können. In Update 0911, 0912, 010.0 und 010.1. So werden die nächsten Updates im nächsten Jahr nämlich heißen. Also Version 1.0 kommt dann wohl doch nicht, haben sie elegant umschippert. Ja, was gibt's an Informationen? Ich will es kurz und knackig halten, nicht das Video hier ewig lang machen. Jetzt sind eine Menge Informationen, die wir für euch haben. Also, Kansas, Minnesota und Vermont wird mit dem Update 0911 dann im Forschungsbaum verfügbar werden. Also für jeden, der jetzt am Vorabzugang nicht teilgenommen hat, der wird jetzt dann ab 0911 die Chance haben. Das heißt, ab Ende November ungefähr. Dann geht's weiter und zwar mit den gewerteten Gefechten. Wir hatten ja schon vor einiger Zeit darüber berichtet, dass die gewerteten Gefechte umgeändert werden. Die Saisons der gewerteten Gefechte werden fast unmittelbar aufeinander folgen, nur mit kurzen Pausen, damit sie eben voneinander getrennt sind. Jede Saison wird in Sprints unterteilt, die jeweils 2 Wochen dauern. Jede Saison hat 3 Ligen, und zwar Bronze, Silber und Gold. Um in die nächste Liga aufzusteigen, muss man zuerst den Platz 1 quasi in der Liga erreichen und danach die Qualifikation erfolgreich bestehen. Und das alles in dieser einen Sprint sozusagen. Denn nach einem Sprint entscheidet sich dann, wenn ein Spieler seine aktuelle Liga bestanden hat und sich erfolgreich qualifiziert hat, wird er dann in die nächste Liga spielen. Wenn ein Spieler sich nicht qualifiziert, wird er in der aktuellen Liga bleiben, in der er ist. Also dann wahrscheinlich Bronze oder Silber. Ja. Wie gesagt, wenn er sich qualifiziert, dann in der nächsten Liga. Und Belohnungen werden für eine bestimmte Anzahl von Siegen in der Liga und für das Erreichen des ersten Ranges in der Liga vergeben. Wie genau die Belohnungen dann aussehen werden, wird später dann noch veröffentlicht werden. Wie gesagt, das kommt mit Update 0911 und es gibt eine neue Tarnung, nämlich hier für die Summers eben die Predator-Tarnung. Ehrlich gesagt, ziemlich cool, ziemlich sportlich. Mit den roten Geschützen finde ich eigentlich richtig gut. Ja, aber ich habe die Summers nicht. Schade, aber das ist vielleicht noch was, worauf man dann hinarbeiten kann. Das wird dann übrigens für die gewerteten Gefechtsmarken verfügbar sein, diese Tarnung. Kommen wir zu Weihnachten. Update 0912. Schneeflocken-Event. Auch dieses Jahr dürft ihr wieder die Schneeflocken von den Schiffen runterfegen. Dieses Mal zu erreichen sind entweder 300 Base XP oder ein Sieg. Wargaming möchte dafür sorgen, dass ihr nicht mehr so viel Koop-Gefechte fahren müsst, sondern wieder auch mehr Spieler in die Zufallsgefechte gehen. Und darum werden 300 Base XP als Grenze eingeführt. Da ist es also egal, ob ihr verliert oder gewinnt. Ne? Hauptsache, ihr habt 300 Base XP. Außerdem gilt das auch beim Forschungsbüro. Wenn ihr jetzt den Baum resettet, dann musste man in der Vergangenheit ja nur ein Gefecht spielen bzw. gewinnen, glaube ich sogar. Und jetzt reichen 300 Base XP eben auch aus, um dann den Erfolg da durchzuziehen. Kurz zum Bonus, T5 bis T7 gibt Kohle, also für T5 Schiffe, wenn ihr damit gewinnt oder 300 Base XP macht, 400 Kohle, dann wird es irgendeinen Zwischenwert geben und bei den T7 Schiffen dann 750 Einheiten Kohle. Für T8 und T9 Schiffe dann 75 Einheiten Stahl und für Schiffe auf T10 gibt es ein Weihnachtsgeschenk Container. Und ihr wisst ja, da können dann wieder allerhand Premium-Schiffe drin sein. Ist nicht in Trainingsgefechten machbar, nur in Koop, dann eben in den Operations und in Zufallsgefechten. So verstehe ich die ganze Geschichte hier. Gut, weiter geht's dann zu den nächsten Punkt und zwar zu den Feiertagskampagnen. Es wird 2 temporäre Kampagnen geben. Und zwar wird in Update 0112 einmal die Kampagne auf der Jagd nach der Straßburg eingeführt und einmal Schiffe und Schicksale. Ja, man kann für den einen Feldzug die Belohnung Straßburg mit einer permanenten Tarnung, Winterferientarnung, so heißt das, bekommen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, hier thematische Kommandeure, die zeige ich euch gleich, eben zu bekommen. Außerdem erreicht man dann die Hawkins, die Wisby, die Kotowski, die New York und die T-22 sowie die Furutaka mit der permanenten Wintertarnung. Die sieht dann so aus. Ja, je nachdem, wie dann die Kampagnen eben aufgestellt sind. Steht jetzt hier nicht ganz genau, ob das jetzt auf dem Weg bei der Straßburg ist oder aber Schiffe und Schicksal. Ich vermute, das wird irgendwie so ein Mix sein aus der ganzen Geschichte. Das hier sind übrigens die atmosphärischen Kapitäne, die dann passend zur Season sind, in verschiedenen Designs, die Weihnachtsmänner sozusagen. Außerdem gibt es dann verbrauchbare Wintertarnung. Das sieht dann so aus. Hier ist es, glaube ich, auf der Missouri oder Iowa. Und
Es wird dann auch wieder die Neujahrstarnung geben hier für T9-Schiffe, die auf sehr, sehr vielen T9-Schiffen, aber nicht auf allen T9-Schiffen installiert werden kann. Das heißt, das ist wieder so eine Tarnung, die könnt ihr da unterbringen, wo ihr das gerade möchtet. Ja, also ein T9-Schiff mehr oder weniger eurer Wahl. Ja, und das ist nicht eine Tarnung, die jetzt für, keine Ahnung, nur die Joan Bar vorgesehen ist oder so eine Sachen. Ja. Nächstes Ding ist, es gibt einen neuen Hafen. Und zwar diesmal in Japan. Und zwar der Hafen Kure. Ja, auch ein Name, der irgendwie bekannt ist. Ne? Und ja, er ist halt zum japanischen Weihnachtsfest sozusagen integriert hier. Sieht man ja, Weihnachtsbaum drin, überall Lichtbeleuchtung, so LED-mäßig und so weiter. Ich bin sehr gespannt, wie der wirkt. Jetzt ist er erstmal so ein bisschen aufgeräumt, finde ich. Also die Atmosphäre ist jetzt nicht so gerade. Ich bin sehr gespannt, wie dann auch die musikalische Untermalung in dem Hafen sein wird. In diesem Hafen werden natürlich Schiffe gebaut. Und ihr wisst ja, dass es das Schiffsevent, also ein Werft-Event geben wird. Und zwar für mehrere Schiffe, wurde ja gesagt. Und hier haben wir es. Und zwar wird dieses Mal, wir haben hier vorne ein Turm, zwei Turm, drei Turm und da hinten ist sogar noch ein vierter Turm. Welches Schiff könnte es sein, welches in Japan gebaut wird? Die Heisen, ja, der T9-Schlachter. Der wird nämlich in der Werft zu bauen sein. Und zwar diesmal in 26 Bauphasen. Ja, also nicht 20 wie die letzten Male, sondern diesmal einen Ticken länger. Wird sicherlich daran liegen, dass das Update 0912 dann eben länger läuft. Ne? Wir haben ja erst in Europa, also erst das normale christliche Weihnachtsfest am 24. Dezember und in Weihnachten wird in Russland, in der orthodoxen Kirche, eben später gefeiert, nämlich erst Anfang des nächsten Jahres. Und damit, durch das so ein bisschen überlappt, wird es wahrscheinlich wieder einen relativ langen Update-Zyklus geben über die Weihnachtsfeiertage, was ich persönlich übrigens ziemlich cool finde, weil es dann auch eben die Zeit gibt, immer selber ein bisschen runterzukommen, weil dafür sind die Feiertage ja auch da. Jede Schiffsbauphase, die ihr da habt, also in Summe 26, kann mit Dublonen beendet werden, und zwar diesmal 1950 Dublonen. Also doch eine ganze Menge. Das sind übrigens für 26 Phasen eben 50.700 Dublonen. Allerdings dürfen wir eins nicht vergessen, es gab in der Vergangenheit auch immer Rabattangebote und die waren eigentlich recht attraktiv, muss man sagen. Die wird sicherlich diesmal auch wieder geben. Und weil das jetzt so viel ist, was da reinkommt, haben sich ausgedacht, dass das diese Werft-Event über zwei Updates geben wird. Also 0912 und 010.0. Da könnt ihr an dem Werft-Event teilnehmen. Also aktiv durch Direktiven möglicherweise vervollständigen und in Update 010.1 wird dieses Werft-Event immer noch verfügbar sein, aber dann könnt ihr das halt nur noch für Dublonen abschließen, wenn ihr bis dahin nicht komplett fertig sein. 22 von 26 Schiffsbauphasen könnt ihr durch Kampfeinsätze vervollständigen, das heißt 4 bleiben offen, das heißt wir müssen also quasi 4 mal 1950 Dublonen definitiv investieren, um es eben zu schaffen. Auf dem Weg zu Heisen bekommt ihr, wenn ihr 5 Schiffbauphasen fertig habt, die Tachibana in einer Winterdauertarnung und einen Kommandanten mit 6 Fertigkeitspunkten sowie einen Hafenplatz. Wenn ihr dann weiterbaut und die 15. Schiffsbauphase fertig macht, dann bekommt ihr die Yahagi, ein japanisches Premium-Schiff, genauso wie die Tachibana, ich glaube, ein T2-Schiff oder so, auch mit Winterdauertarnung, 6 Kommandantenfähigkeitspunkten und ein Hafenslot. Und dann bei der 26. Variante dann eben die Heisen in den Hafen, und zwar dann mit einer Kriegsbemalung. Ja? Aber es gibt natürlich auch weitere Belohnungen auf den verschiedenen Etappen, und zwar wird man Weihnachtsgeschenkcontainer bekommen, es wird permanente Neujahrstarnung geben, die ihr euch in den verschiedenen Etappen freischalten könnt, und zwar für die T9-Schiffe, das ist das, was ich euch am Anfang schon gezeigt habe, und es wird Verbrauchstarnung geben, halt diese Wintermuster, die im Anfang auch schon zu sehen waren. Wir gucken jetzt mal weiter, wie das hier aussieht. So sieht die Heisen dann fertig gebaut aus in dem Dock. Ja, ist mal ein ganz anderes Dock, als wir jetzt schon hatten. Ich finde eigentlich passend irgendwie, lustig ist ein komisches Wort gerade dafür, aber ziemlich passend, wie das Schiff da reingesetzt ist. Ja, ist einfach, keine Ahnung, kommt eine gute Atmosphäre rüber, nur durch das Bild alleine. Und so sieht dann die Kriegsbemalungstarnung aus für die Heisen. Ja, aktuell ist sie ja noch im Test, deswegen kann euch dazu auch nicht so viel sagen. Und ja, mal gucken, wie sie dann real aussehen wird und wie das dann mit den Rabatten vielleicht auch aussieht, wenn man am Anfang wieder sagt, okay, ich gebe ein bisschen Dublonen aus, kriege dafür aber mehr Phasen fertig oder so eine Sachen. Dann gibt es natürlich
hier die Geschichte für die Yahagi, diese Sondertarnung, diese permanente. Ja, und dann gibt es natürlich auch wieder Weihnachtscontainer. Und das ist ein Mega-Geschenk, was ihr hier als Foto seht. Ne? Das ist also auch wieder dabei. Dann wird man wie jedes Jahr zu Weihnachten wieder Kisten kaufen für seine Freunde vielleicht auch mal oder für Bekannte im Clan oder so, um mir eine kleine Überraschung zu machen, möglicherweise. Also bei mir ist es zumindest so. Ja. Und ja, wie geht's weiter? Es gibt noch ein paar Infos zur Tachibana, wenn ihr die schon habt, ne? Weil jetzt gibt es vielleicht schon den einen oder anderen so, Moment, die Tachibana habe ich doch schon, was soll ich denn damit? Ja, dann bekommt ihr Entschädigung. Und zwar für die Tachibana 1,425 Millionen Credits. Und jetzt kommt's, die Yahagi ist ja auch ein Schiff, was schon länger in World of Warships existiert. Jetzt eben dann mit der neuen Tarnung. Aber ja, die Entschädigung für die Yahagi wird 4.000 Dublonen betragen. Ja, also könnt ihr euch über die Yahagi schon quasi einen Teil der Phasen selbst finanzieren, wenn man dazu sagen möchte. Ihr kriegt ja, wenn ihr die Yahagi habt, dann immer noch die permanente Tarnung, die dafür, ja, in der Art noch nicht gab. Eine andere permanente Tarnung gab es ja schon, als ihr das Schiff dann gekauft habt. Und jetzt kommt nochmal ein kleines Highlight, denn sie haben sich wieder was Besonderes ausgedacht. Wenn ihr eure Phasen fertig habt und danach noch diese Schiffsbautoken über die Direktiven, die es wahrscheinlich wieder geben wird, dann weiter erfarmt. Da bekommt ihr immer noch Token und Token, die nützen euch eigentlich nichts. Aber ihr bekommt eine Belohnung dafür. Es gab schon mal Belohnung als Stahl und es gab schon mal die Belohnung für Forschungspunkte, ja, für das Anchorage-Event. Und diesmal wird es so sein, dass ihr, wenn ihr zu Weihnachten quasi diese Token habt, dann wird ihr 400 Forschungspunkte und 200 Stahleinheiten für jede Etappe bekommen. Das heißt, jetzt mal ganz doof gesagt, wenn ihr von Anfang an alle Etappen kauft, bekommt ihr 26 mal 200, also nicht 26 mal, sondern 22 mal, weil 4 muss man ja sowieso kaufen, 22 mal 200 Stahl und 22 mal 400 Forschungspunkte, aber nur, wenn ihr halt sofort die Dublonen ausgeben würdet, was dann sicherlich sehr, sehr teuer ist, aber das Spiel natürlich mega unterstützen würde. Wir wollen ja hier kein Bashing betreiben, ja. Also, das soll das gewesen sein, was wir für dieses Mal eben haben. An Weihnachtsevent, an Informationen. Es gibt noch weitere Informationen, dafür gibt es aber ein separates Video. Und ich sage jetzt, danke für eure Zeit. Ich hoffe, ihr habt die ganzen Informationen hier genossen und ihr konntet sie euch ein bisschen vernünftig darstellen. Wir sind wirklich am Ende, keine Bilder mehr, ja, tatsächlich. Und ja, ich sage einfach danke. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren, weitererzählen, dass es unseren Kanal gibt. Videos auf Twitch, Videos auf YouTube, Livestreams auf Twitch. Facebook haben wir natürlich auch und unseren Discord links unten in der Beschreibung. Also, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Seagulls-Team, euer Andi.